Hallo und herzlich willkommen mitten in der Schlacht der Schlacht. Oh, ich habe eine Waffe. Ich weiß, den einen habe ich leben lassen, aber ist jetzt auch egal. Und eigentlich wollte ich mit Fäusten schlagen. Das ist eigentlich ein bisschen unfair, wenn man mit Waffen gegen jemanden kämpft, der nur Fäuste einsetzt. So, steig in dein Fahrzeug. In mein Fahrzeug. Es ist nicht mein Fahrzeug. So, wir jagen vielleicht hinterher, das schaffen wir doch. Ich weiß im Übrigen schon, wo der hinfährt. Es ist echt cool, wenn man weiß, wie die Story-Verläufe sind. He'll come back. The only thing that will hold him down is 6 feet of dirt. Forget about Mallory. Plans change and, you know, when Vlad is done with her. Throw a fucking spine. You think Vlad won't come after us when I am chasing him like this? I have to end it. Here and now. Shit, I don't like this. Fuck, fuck! So. Nein! Fuck off! Ja. Ich sehe es immer schon kommen, aber anstatt zu bremsen, fahre ich einfach weiter. Ich glaube, das ist mein innerer Stolz. Ich will ihn nicht verletzen. Ich habe immer so die Hoffnung, dass es doch noch klappt, wenn ich um so eine Kurve jage und dann kommt da so ein fetter Pfeiler. Und es ist offensichtlich, dass ich reinfahren werde. So. Vlad hat einen Unfall gebaut, ja. Shit, ja, shit. You killed yourself and your cousin, Jokel. You're fucking Jokel. You think you can get away with killing me? I guess I'll find out. Ja. You think this is worth it? You're throwing you and your fatty cousin's lives away for that bit of Puerto Rican chocha. I'm throwing your life away, prick. We'll do all right. My friends will track you down. You won't last a moment. No. I'll last longer than you will, shithead. Ja. Fuck you! I wish I could be there to watch Mikhail cut your peasant balls off! You've killed yourself and your cousin, Jokel. You're a dead man. Mikhail falsely thought of me as a brother. He will get revenge. You're nothing in this city. You will be crashed. Ich würde ihn ja gerne noch ein bisschen weiterreden lassen, aber ganz ehrlich, der macht sich die ganze Zeit nur Gedanken darüber, was mit uns passiert, wenn wir ihn umlegen. Und weil wir ihn sowieso nur umlegen können, würde ich sagen, Kopf, Bein, warte, bis zu den Beinen kommen wir gar nicht. Komm, machen wir. Wo ziehe ich wohl gerade hin? 3, 2, 1. Nein. My friends will find you. Das mit der Hand verhalten war eine gute Idee. You were the stupid one, Vladdy boy. Nobody fucks with my family. Außer sie existiert nicht mehr. So. You're a big boy, Vladdy. Nico! Well, I guess this is over. What have you done? What does it look like? We're dead! No, he's dead. We're fine. He has powerful friends. Serious people. I told you to be calm. You halted the jump. I am calm. He tried to kill us. He screwed your girlfriend. What do you expect? I give him a massage? Shit. Shit. Rede. Los. When I was in the army, we were going on the mission. To ambush a squad would kill a lot of innocent people. They were our enemy. But we never did it. There were 15 of us, all boys from the village. But one of us betrayed the group. It was a setup. For money. 12 people died. 3 escaped. I know the traitor was not me. 10 years, I've been searching for the other two. One of them lives here. Why are you telling me this now? Do you always get sentimental after you kill people? You kept asking. Wonderful.
You're here on some revenge mission for something that happened 10 years ago, and you don't care whose life you ruin anyway. No. Well, what? I don't know. I just want to know why they did it. Well, right now, I don't think you're going to find out. Let's hide the body, at least for a while. Put him in the river. Ja, wohin auch sonst? In die kleine Klohütte. Shit. We should get out of here. You go. I'll catch up with you later. Mein Güte, wir waren ja fast fertig. Da muss er ausgerechnet jetzt abhauen. Ja. Gute Nacht. Ja, das wäre dann quasi unser erster Mord an einem Auftraggeber. Wow, Wahnsinn. Ich fühle mich jetzt so viel besser als vorher. Aber normalerweise bringt man in GTA nur Typen um, die einem Aufträge geben, die man aber sowieso nicht leiden konnte. Deswegen finde ich das jetzt nicht so schlimm. Schlimm fände ich eher, wenn sein Auftraggeber uns jetzt umbringen will. Aber damit wären wir auch noch fertig, denn schließlich sind wir ja ausgebildete Killer, die nichts anderes vor Augen haben als den Tod der gesamten Menschheit, außer die eigenen Freunde, von welchen wir eigentlich bisher nur einen haben. Nee, warte mal. Zwei. Könnt ihr mich hören? Ich hoffe schon. Ich habe ja nicht umsonst den Ton leiser gestellt. Ich werde jetzt telefonieren. Bitte seid leise. Okay, dann fahren wir mal los. Also, wir fahren ja schon, aber wir fahren los zum Ziel. Wow. Tja, Roman scheint umgezogen zu sein. Naja, ob sich das gelohnt hat hier? Das ist ja ein weiterer sozialer Abstieg. Naja, was soll's. Schöne Mülltonne. Where are you, Roman? Psst, Nico! Roman, what are you doing in the dumpster, man? Are they there? What are you talking about? Get out of there, man! I'm freaking out, man! I'm being followed! I saw them! Don't be ridiculous, you're being paranoid! Fuck you! Fuck you! Everything was fine, and then you show up, and now we're dead! Because Felsten is a psychopath! He's going to kill us! Because we killed Vlad! Vlad was his man! That's how it works! You kill their guy, they kill you! Roman! Get out of there, man! Listen to me. Vlad was a piece of trash. They don't care about him. All they care about is making money. So, we say we work for them. Now get out of there, you smell like cabbage. I don't want to, man. I'm shitting myself. Oh! Get out of the dumpster, Mr. Fatman. Mr. Fatman. The boss wants a little chat. Ein schöner Name. Naja, ich weiß sowieso nicht, was die ganze Story damit los ist, Roman die ganze Zeit als fett zu bezeichnen. Er ist leicht übergewichtig, aber nicht fett. Oder? Hallo? Wake up! We had to gag him to stop the screaming. You shouldn't have brought them here, Andre. Why not? You've been a bad boy, Mr. Balkan. And the boss is not happy. Oh no, I shit my pants. Not yet, but you will. Who are you working for? My cousin, Roman. Don't be an idiot. That's not good enough. I'm gonna saw off your fucking arm. Speak! Okay. Your dad likes it up the ass. What do you want me to say, huh? Very funny. Do you think you're so smart? No! I'm tied up in the basement a long way from home. But some ape threatens me with a hacksaw. So no, I'm not that smart. Shut the fuck up! My fucking wife is watching television! Good lord. What are you doing? Nothing. I mean, I was finding out who he is. And? Who is he? He is his cousin. You were about to cut up some guy in my house, making all that noise to find out he's his cousin. Where did you find this idiot?
He was a friend of your sergeant when we were in Vladivostok. He's an imbecile. So, Nico Belli, you think it's okay to kill my employees? Yeah. He's an asshole. Yes. Do it! I agree. Asshole, look at me like I'm a piece of shit. Bonjour, moi. Now listen, Nico Belli. You are very lucky Vlad was an idiot. The only reason I keep him around is because I fucked his sister. Look at me. You owe me. I got some dickheads in my neighborhood trying to run a shipment, yeah? And we found a buyer for the TVs. Yes, a buyer. But you got to get them for us so we can make the sale. Can you untie Roman? Хорошо. Shut up! Roman, shut up! Stop shooting people, you maniac! My wife doesn't like when people shout! Whatever! You better get those screens soon! Or I will personally pull your cousin's stitches out, one by one, and watch his guts spill onto the floor! Clean this shit up! Listen, we'll take care of your cousin. But you better get a police car. And then you call me. Roman. Go. I'll take care of him. Oh, freundlich. Vielen Dank auch. Vielleicht hättet ihr ihn gar nicht anschießen sollen. Verrückte. Ha. Immer diese Gangster. Kaum zu durchschauen. Naja. Was? Ich höre schon einen. Streifenwagen besorgen? Das dürfte einfach werden. Nehmen wir uns mal hier. Haben wir kein eigenes Auto hier? Nee, haben wir nicht. Aber egal, das dürfte wahrscheinlich auf sein hier. Nein, dürfte es nicht. Ah, warte mal. Einen Moment. Bevor wir hier ein Verbrechen begehen, würde ich doch mal sagen, ob wir nicht auf legale Art hier an einen Polizeiwagen kommen, der einfach zufällig in derselben Straße schnell parkt. Schnell einsteigen. Wo ist der Polizist hin? Achten die nicht auf ihre Autos? I hear the police car. What now? The van is driving around South Broker. Pull it over. Take it to our lockup on Duke's Drive. Be more specific. How many vans you think there are in South Broker? That is a problem for you and your cousin, not me. Keep pulling vans over until you find the TVs. Goodbye. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir uns auf die Suche nach dem ersten. Das Blöde ist, dass die Lieferwagen alle mobil sind. Das heißt, ach scheiße, es regnet ja. Ich glaube, es gab bisher noch keine Autofahrt, die ich ohne einen Unfall gefahren habe. Naja, ach warte, da ist ja schon einer. So. Hallo. Na also. So, wir haben zwar nur die halbe Rückbeleuchtung kaputt gefahren, aber was soll's. Dürfte die nicht besonders interessieren. Get out of there, you're fucking dead. I don't want no trouble, buddy. Are you carrying a shipment of TVs? Hey, you got bad information, brother. Nishna Stranje. Naja, der erste ist es ja sowieso nie. Ist aber auch eine schöne Begrüßung, die Nico da angewendet hat. Raus aus dem Wagen oder du bist tot. Sollte ich mal probieren. Dürfte öfter klappen. Naja. Weiter zum nächsten hier. Rechts. Wir versuchen mal irgendwie einen von den beiden davon abzufangen, aber das dürfte nicht schwer sein. Der Stadtteil ist ja jetzt nicht so groß. Naja, also gut, eigentlich ist er doch groß, aber man kommt schnell von A nach B. Wenn ich jetzt keinen Unfall baue, dann bin ich der Master. Da ist schon der nächste. Komm, jetzt. Ach, ein perfekter Drift. Sehr gut. Das müssen wir jetzt öfter noch machen. So. Komm schon, meine Güte. Ich hab schon... Na also. Ist im Übrigen ziemlich cool. Also man kommt sich vor wie so ein echter Polizist, wenn man jetzt nicht für einen Gernoven arbeiten würde. Come out real slow, shithead. You're making a mistake. We're paying protection money to Kenny Petrovic. Show me you don't got any flat screens in the back. This is a big screw-up.
Was? Hm, du hast es so gewollt. Zum Glück hatte der andere anscheinend keine Waffe dabei, denn sonst, na gut, ich meine, wenn ich für so jemanden arbeiten würde und mit einer Ladung Fernseher durch die Stadt fahren würde, dann hält mich jemand an und hält mir eine Waffe vors Gesicht, dann würde ich meine eigene Waffe auch nicht zücken, sondern noch wegrennen. So hart bin ich jetzt auch wieder nicht, aber das dürfte sich ja durch dieses Spiel ändern. Hoffe ich mal. So, wohin damit? Ist jetzt... Aha. Zur Garage. Hm, zu dieser einen Garage. Kennt jeder und ist ja in aller Munde hier. Es hat aufgehört zu regnen. Erstaunlich. So. Ich kriege auch nur Wagen mit schlechtem Handling. Ganz im Ernst, ich bräuchte mal so einen Sportwagen, richtig schnell und der sich auch noch gleichzeitig gut steuern lässt. Das wäre schon. Gut. So. So. Ja, also. Perfekt. Und ich sage euch, ich werde hiermit keinen Unfall bauen. Ganz im Ernst, auch wenn ich dann halb so schnell nur fahren kann, ich werde keinen Unfall bauen. Den Geschwindigkeitsrausch lassen wir heute mal zu Hause. Denn wenn ich das jetzt schaffe, dann bin ich offiziell ein Fahrkünstler. So. Ich werde auch keine Pylonen umfahren. So, das ist echt kompliziert. Müsst ihr mal ausprobieren. So eine Fahrt in so wenig Zeit wie möglich zu erledigen, aber dabei keine Unfälle zu bauen. Ja, das ist gar nicht so einfach, wie ihr euch jetzt denken müsst. So, und wenn wir diesen Wagen da jetzt ohne Macken reinbekommen... Auch wenn ich das dreifach an Zeit gebraucht habe. Naja, es ist es nicht wert. Nein, aber ich habe es ja wenigstens mal geschafft. Ist ja auch gut. Moment. Was soll ich jetzt bloß machen? Erstmal telefonieren. Ja, gute Idee. Dieses Handy hat mich... aus dieser Zwickmühle gerettet. How's Roman? It's okay. A little scared, but okay. You did good. Mikhail needs someone like you. Stop by and see him sometime. Und wie finden die raus, dass der Wagen in der Garage ist, aber die waren noch nicht mal selber da? Auch ein Mysterium. Und der Polizeiwagen, der stört mich ein bisschen. Ich habe keinen Bock, jetzt verfolgt zu werden, aber ich meine, wenn die sowieso schon hinter mir her sind... Ach nein, warte. In dem Moment fahren sie weg. Das ist natürlich auch schön. So. Klauen wir uns ein Taxi, oder? Oder warte mal. Noch besser. Den da hinten. Ja, Mann. Ich weiß nicht genau, wie diese Art von Fahrzeug heißt. SUV, glaube ich. Kann das sein? Ja. Aber diese Autos gefallen mir sowieso sehr. Also diese kleinen, wo da jetzt der Typ, der da ausgestiegen ist, diese Autos gefallen mir. Und diese großen, fetten Vans hier. Auch wenn die ein bisschen schwerer zu steuern sind. Einfach, weil sie mehr aushalten, ne? Are you all right? I was just shot in the stomach and then stitched up in the doctor's office that was dirtier than the basement we were nearly tortured in. Oh, great! You sound calm, actually. That Dimitri guy gave me some painkillers. I'm kind of out of it. If you're near a shop, can you pick up some adult diapers for me? See you later. Nein, das kannst du selber machen. So, ich rück mal ein bisschen näher ans Mikrofon dran. Vielleicht bringt das ja was, ich weiß nicht. Vielleicht kommen jetzt auch mehr Tonstörungen. Ist mir jetzt eigentlich ziemlich egal. 19 Minuten, was? Wie lange habe ich denn gebraucht? Wie lange habe ich denn mit dem Auto verbracht? Nee, das geht aber nicht. Im nächsten Part werden viele Dinge besser. Erstens werde ich weniger Unfälle bauen. Hoffe ich mal. Und ich werde mich bemühen, dass die Unterhaltung auf ein höheres Level wechselt und gleichzeitig ich genauso viel rede wie vorher. Weil das Problem ist, wenn ich mir sinnvolle Sätze ausdenken muss, dann ist mal zwischendurch auch mal gerne eine Minute Funkstille bei mir, weil das sprudelt bei mir einfach alles so raus. Ihr wisst ja, ihr kennt das ja alles schon, wenn ihr das hier verfolgt habt, alles auf dem Kanal, dann... Naja, gut, wenn ihr das sowieso schon kennt, dann dürft ihr es nicht besonders stören, wenn ich da weiter mitmache. Aber ich werde mal schauen, ob ich da nicht irgendwas verbessern kann. Denn man entwickelt sich ja ständig weiter. Man bekommt mehr Abonnenten. Man bekommt mehr... was bekommt man auf YouTube? Man bekommt natürlich Geld. Irgendwann wird man Milliardär. Kennt man ja, ist ja... Ne? So. Damit wäre es das soweit. Und ach, wie schön. Wir haben gerade 2013, wenn man auf die Uhr guckt, da unter dem Video.
Wenn ihr das nicht verstanden habt, dann ist es auch nicht schlimm. Ich labere hier wieder nur ein bisschen vor mich hin, deswegen tschüss, bis zum nächsten Mal und vergesst einfach, was ich in den letzten 30 Sekunden gesagt habe. Das dürfte euer Hirn nur zumüllen. Genauso wie meins. Naja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.